In diesem Video geht es um die Musik der Moderne. Die Moderne beginnt ungefähr um das Jahr 1900. Im 20. Jahrhundert spricht man vom Stilpluralismus. Es gibt verschiedene Stile, bei denen die Klangfarbe meistens eine große Rolle spielt. Außerdem kommen immer wieder schräge Töne, sogenannte Dissonanzen, vor. Igor Strawinsky komponierte in verschiedenen Stilen der Moderne. Der Impressionismus ist eine Fortsetzung der Romantik. Die Klangfarbe steht noch mehr im Mittelpunkt. Im Expressionismus werden die gewohnten harmonischen Regeln immer weniger eingehalten. Es gibt viele Dissonanzen, also schräge Töne. Man spricht dann von atonaler Musik. Man versucht, den Zustand der Seele musikalisch darzustellen. Bei der Zwölftonmusik sind alle 12 Töne gleichberechtigt. Zwölftonmusik klingt deshalb atonal. Als Erfinder der Zwölftonmusik gilt Arnold Schönberg. Elektronische Musik wird von Generatoren, Computern und Lautsprechern erzeugt. Bekannte Vertreter dieser Richtung sind Paul Hindemith und Karl-Heinz Stockhausen. Minimal Music besteht aus einfachen musikalischen Patterns, die ständig wiederholt und dabei nur minimal verändert werden. Der Begriff Aleatorik kommt vom lateinischen Wort für Würfel. Hier spielt der Zufall beim Komponieren und Musizieren eine wichtige Rolle. Bekanntester Vertreter dieses sehr experimentellen Stils ist John Cage.